Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft Cyclic Tutorial. Heute geht es um die Peat Farm und die Peat Farm wird hergestellt aus 4 Gold Ingots, 2 Peat Generatoren, 2 Dispensern und einem Observer. Und die Peat Farm macht das, was der Name schon sagt, macht euch eine Farm aus Peat. Und Peat, wenn ihr das letzte Video angeschaut habt in der Playlist, ansonsten gerne mal reinklicken, ist ein Block, wenn man das halt so möchte, der aus, also ein Moorblock, kann man dann ganz einfach so sagen. Und wir können aus diesem Dry Peat Block, können wir Saturated Peat Deposit machen. Und dieses können wir wiederum schmelzen, damit erhalten wir Peat. Und dieses Peat können wir wiederum in einem Peat Generator bei Cyclic Strom weiterverarbeiten. Das ist die Produktionskette, das ist entsprechend der Hintergrund. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Peat Farm, wir gucken mal rein. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein bisschen was an Strom. Ich nehme jetzt die Creative Energy Cube als unsere Stromquelle, wenn man das halt so möchte, unser Stromnetzwerk. Wir gucken mal rein, wir haben verschiedene Display-Anzeigen. Einmal, dass wir auf jeden Fall Energie haben. Wir haben einen internen Flüssigkeitstank, da kommt Wasser dann gleich rein. Wir können einmal den Redstone-Mode ändern und wir können uns anzeigen lassen, in welchem Bereich die Peat Farm arbeitet. Und wir sehen jetzt hier so kleine Quadrate sozusagen. Und diese kleinen Quadrate stehen für einen Peat-Block. Und wir gucken mal, wie das Ganze gleich funktioniert. Zunächst einmal brauchen wir auf jeden Fall allerdings nochmal ein bisschen was an Wasser. Ich habe jetzt hier einen Creative Fluid Tank aus Mechanism genommen. Ihr könnt dafür gerne auch die Fluid Cables aus Cyclic benutzen, wenn ihr nur den Mod Cyclic habt. Oder halt natürlich entsprechend eure endlose Wasserversorgung. Okay, ansonsten. Das ist hier ein bisschen einfacher zu konfigurieren, deswegen ist es für mich ein bisschen einfacher. Wir gehen mal einen Moment, wir gucken mal, dass wir das einmal umstellen. Und wir sehen, wir haben zumindest auf jeden Fall schon mal was ins Rohr gepumpt. Und wir setzen das mal auf an, die Peat Farm. Und wir sehen, okay, Wasser ist auf jeden Fall entsprechend schon mal gesetzt. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Und was wir jetzt benötigen, ist, dass wir auf jeden Fall unser Dry Peat Block hier hineinfüllen. Und jetzt geht das Ganze auch entsprechend los. Jetzt fängt die Farm an, entsprechend das Ganze zu setzen. Und wenn ihr das letzte Video geschaut habt zu Dry Peat Block, dann werden gleich auch automatisiert noch Wasserblöcke gesetzt. Das funktioniert allerdings nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Wir gucken uns das gleich mal an, ob das jetzt hier alles so zuverlässig funktioniert, wie das geplant ist, oder ob er das gleich einmal vernünftig aufbaut. Im Test hatte das jetzt nicht so erfolgreich funktioniert, aber gucken wir gleich mal. Naja, vielleicht war da auch noch irgendwie ein Block dazwischen im Test, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es halt ganz einfach so, wir haben unsere Peat Farm und wir haben gleich unser Wasser. Ich sage ja, das ist eher so lala erfolgreich. Wir gucken nochmal. So soll es auf jeden Fall entsprechend nicht aussehen, weil dann läuft euch das Wasser nämlich so in die Quere. Das ist natürlich Quatsch. Und wir gucken gleich mal, was er dann hier gleich noch finalisiert und final macht. Da ist die Farm tatsächlich noch ein Stück weit verbuggt. Auf jeden Fall sollte jetzt hier in diesen Zwischenblöcken sollte dann immer Wasser irgendwie reingefüllt werden. Aber wir gucken mal, ob er das jetzt hier gleich noch vervollständigt bekommt und ob er das gleich noch vernünftig hier gesetzt bekommt. Und auf jeden Fall, wir sehen schon, hier ist auch direkt schon Saturated Peat Depot Seed entsprechend entstanden. Und im Normalfall sollte es dann eigentlich so sein, dass er das auch gleich weiterverarbeitet. Wir gucken mal, ich habe jetzt hier momentan 26 drin, jetzt nicht, dass ich gleich irgendwie was hier aufsammle. Wir sehen, hier fehlt noch überall mal an so einer kleinen Stelle, fehlt mal noch mal ein bisschen was. Und wir sehen, wir können schon die ersten Sachen entsprechend einsammeln. Da hat er schon die ersten Sachen hier entsprechend verarbeitet. Und wir sehen, es funktioniert nicht zu 100%. Allerdings, wenn die Blöcke natürlich einmal gesetzt sind, dann ist das alles kein Problem. Dann können wir das entsprechend mit einem Waterpack Bucket ganz einfach auch entsprechend nochmal nachsetzen. Das ist dann auch kein großes Problem, um die Farm zum Laufen zu kriegen auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir überall auf jeden Fall den Wasserblock und wir sehen, dass hier entsprechende Items aufgesammelt oder beziehungsweise abgebrochen werden. Und was passiert? Es wird ein neuer Block in Dry Peat Block entsprechend gesetzt.
Was wir da natürlich jetzt an der Stelle gebrauchen, sind natürlich zwei Sachen. Wir brauchen zum einen Item-Collector, der den ganzen Quatsch entsprechend aufsammelt. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall das. Und wir brauchen auch nochmal, wir müssen nochmal gucken, der sammelt gerade in die falsche Richtung auf. Das heißt, wir bräuchten einmal einen in diese Richtung. Machen wir mal den Bereich mal ein bisschen höher und wir sehen, okay, er sammelt das Ganze auch schon entsprechend auf. Also eine sehr, sehr einfache Geschichte. Aber wir sehen, er hat auch noch nicht alles, weil da... okay. Sollen wir nochmal gucken hier, vielleicht nochmal auf die Höhe nochmal ein bisschen hochgehen. Gehen wir nochmal hier auf Höhe 2, Höhe 4. Achso, er geht. Okay, dann müssen wir das erhöht setzen. Dann bauen wir das Ganze einmal leicht erhöht. Das ist aber auch kein großes Problem. Dann, okay, falsche Richtung. Na, zack. Und wir bauen das Ganze einmal in diese Richtung auf. Denn dann müssten wir alles erfasst. Wir können hier nochmal nach unten gehen. Wir haben hier nochmal unseren Bereich. Always on. Das sieht alles gut aus. Und wir dürften eigentlich, ja gut, hier das eine ist jetzt noch draußen aus der Range. Wir gehen nochmal ein bisschen höher in der Range. Und somit erhalten wir hier auf jeden Fall schon mal unser Saturated Impede Deposit, was wir dann entsprechend später weiterverarbeiten können. Ja, auf jeden Fall erstmal dazu. Was wir hier drin auf jeden Fall noch benötigen, ist dann definitiv eine endlose Produktion von Dry Peatbog. Gerade wenn er das Ganze hier immer weiterverarbeitet. Und ansonsten ist das eine Farm, die ganze Zeit halt entsprechend läuft. Ja, soviel auf jeden Fall zur Peat Farm. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.